So. Wie lange hält denn das jetzt? Da ist ein Schlüssel. Nein, nein, nein. Da ist Filch. Er sieht mich hier oben auf dem Regal nicht. Ich bin hier mega unauffällig. Ich bin getarnt. Auf meinem Tarnregal. Hat er nicht gehört. So. Puh. Da kommt er bestimmt gleich raus. Noch nicht. Ja, Mr. Filch, was gibt's? Professor Snape, Sie haben mir aufgetragen, Ihnen Bescheid zu sagen, wenn ich den Verdacht habe, dass sich jemand im verbotenen Korridor herumtreibt. Nun, Mrs. Norris und ich haben den Eindruck, als ob jemand versucht hätte, sich an uns vorbeizuschleichen. So, so, das ist sehr interessant, Mr. Filch. Ich habe auch schon einen Verdacht, wer es sein könnte. Aber wir haben doch Regeln, die uns ganz genau vorschreiben, wie wir mit Eindringlingen umzugehen haben. Sie haben meine Erlaubnis, die allerhärtesten Maßnahmen zu ergreifen. Im verbotenen Korridor gibt es etwas ganz Besonderes, auf das ich schon lange ein Auge geworfen habe. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich jemand in meine Pläne einmischt. Nicht wahr, Mr. Filch? Natürlich, Professor Snape. Mrs. Norris und ich werden verstärkt nach Eindringlingen Ausschau halten. Machen Sie das, Mr. Filch. Ich habe meine eigenen Vorstellungen davon, wie ich mit jemandem umzugehen habe, der versucht, mich zu bekämpfen. Wie lange der Tarnumhang jetzt hier, ne? Anhält. Snape, Snape, Servus, Snape, 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 Servus, Snape, Dumbledore. Ah, Quadratus sieht das, okay. So. Hallo, ich will auch, danke. Da ist eine Katze. Schleichen, weißt du? Nein, nein, ach. So. Gehen wir nochmal auf das Regal. Dann gleich irgendwie an der Katze vorbei oder so. Wenn der Tarnumhang wieder da ist. Oh nein, die Spinne hat mich gesehen. Ich bin aufgeflogen. Dann müssen wir noch irgendwie halbwegs ungesehen zur Tür kommen. Dazu müssen wir einmal nochmal den Umhang holen und dann können wir seelenruhig zur Tür. Nein, ich will mich nicht absichtlich sehen lassen, nur damit man weiß, wie das genau funktioniert. Ich gehe ungesehen. Und es hört und sieht auch keiner, dass ich hier lang gehe. Dass sie die Tür öffnet und schließt. Oh, bitte so braucht. Feierabend. Ach nee.
So, wo bin ich? Was will ich? Und wer ist eigentlich Paul? Da vorne ist Tarnumhang. Unten ist eine Katze auf jeden Fall. Und Schlüssel. Ui, toll. Okay, das klappt. Hätte ich nicht gedacht. Das war knapp. Wir beinahe auf die Katze gefallen. Die Katze faucht mich schon an. Die faucht auch so ständig. Das ist wohl wahr. Kann ich da schauen? Nee, wir müssen auf Filch warten. Beziehungsweise auf den Tarnumhang. Hatten wir Glück, dass er mich hier nicht gesehen hat, ja? So, jetzt reicht es aber an Schleichereien hier. Also, das ist meine Meinung. Wahrscheinlich kommt doch noch mindestens eine Schleichpassage. Mindestens. Die Katze hat mich gesehen. Nun ja, jetzt ist der Ärger wohl da. Oh. Oh nein! Nein, nicht von Anfang an, ne? Oh nein! Oh, das ist ja kacke. Ich weiß, warum ich das nicht wollte. Eindringling im Verbotenen. Ja. Da habe ich ein bisschen zu weit um die Ecke gelugt. Ja, mein Fehler. Komm wieder vor. Ich glaube, die Schlüssel muss ich jetzt nicht nochmal einsammeln, ne? Eindringling! Okay. War ich zu schnell. Lieber langsam und vorsichtig. Was muss, das muss. Bitte warten. Wartest du schon? Okay, weiter warten. So, Schlüssel muss ich nicht nochmal. So, ist hier irgendwas? Nein, ist es nicht. Es ist wirklich nur ein Bücherregal. Nichts, was ich irgendwie benutzen kann oder muss. So. Das war fast knapp. So, in den Raum waren wir vorhin. So. Und dann jetzt in die Räumlichkeit, in die wir vorhin waren. Bevor wir das erste Mal geschnappt wurden, glaube ich, ne? Jo. Okay,
Brauchen wir vielleicht nicht den Tarnumhang? Komm schon, geh. Genau. Okay. Das war ja fast zu einfach. Haben wir es jetzt alles hinter uns? Oder ist da noch mehr? Fluffy? Gefahr. Nicht eintreten. Verschlossen. Ich klopf nur mal an. Aber ist niemand da. Vorratsraum. Was wollen wir denn im Vorratsraum? Im Spiegel Nerhegib konnte Harry seine Eltern, James und Lily Potter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Nun, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Nerhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Dumbledore ist uns gefolgt. Aber wofür denn? Dachte Harry. Der ist uns einfach gefolgt. Der hat sich auch an Filch und Norris halt vorbeigeschlichen. Auch im Tarnumhang. Oh. Harry, ein großer Troll treibt hier sein Unwesen. Er hat Hermine in die Mädchentoilette gedrängt. Oh nein, was sollen wir nur tun? Unsere Hilfe. Wir müssen sofort versuchen, sie zu retten. Nun komm schon, Harry, wir müssen los. Okay. Hey, cool, ein Frosch. Aber erstmal den großen Rumpelpumpel hier hinterher. Und speichern. Weil, sicher ist sicher. Denn nur wer sicher... Nur wer sicher ist, kann sicher sein. Dass er sicher ist. Spiel speichern. Ja. Okay. Und jetzt sind wir bei... Immer noch bei 55%. Krass, heftig. Der macht hier irgendwelche Gläser kaputt. Das muss doch nicht sein. Warum hängen Bilder auf dem Mädchenklo? Boah, bist du hässlich. Den Troll ab und ich suche Hermine. Oh, du Held. Oh Gott. Ich erinnere mich an irgendwelche Crash Bandicoot Level. Nein, ich wollte doch die Bohne. Oh Gott. Ich sehe schon, es wird hier ganz furchtbar und ich werde nicht alle roten Bohnen kriegen oder sowas. Oje, oje, oje. Phase 2. Oder so. Alter, wie die Fackel da gerade weggeflogen ist, ne? Warum explodieren diese Fackeln? Ich meine, es ist eine magische Welt, die Welt der Zauberer, aber explodierende Fackeln?
Das würde eher zu den Goblins aus World of Warcraft passen, aber... Okay, Phase 3. Ich laufe und laufe. Das ist eine verdammt große Mädchentoilette, möchte ich nur mal anmerken. Ja, die Gänge zu den Mädchentoiletten sind ja endlos lang. Wenn da mal jemand Schlange steht, du... Aber mal auf jeden Fall verschiedene Bilder zum Angucken. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, krass. Wir haben gleich alle Bohnen voll. 4 Stück fehlen. Die jetzt zusammenkriegen. Drei Stück fehlen jetzt, glaube ich, noch, ne? Das ist erst die Mädchentoilette. Okay. Da muss aber eventuell dann jemand lange laufen. Bist du in Ordnung, Hermine? Bin da, wenn noch. Ich versuche, den Knüppel des Trolls zu verzaubern, so dass er ihm auf den Kopf haut. Verwende den Weiche-Zurückfluch, damit die Toiletten damit aufhören, uns zu schlagen. Wieso die Toiletten? Achso, deswegen die Toiletten. Alter, ich treffe nichts, ne? Ich treff's nicht. Ich treffe es einfach nicht. Und das ist keine Übung. Weiter. Bitte warten. Okay, startet gleich hier. Das ist eigentlich ganz nett. Ist natürlich schlecht für die roten Bohnen, aber... Bist du in Ordnung, nein. Hermine? Sieht so aus, als sei sie in Ordnung. Ich versuche, den Knüppel des Trolls zu verzaubern, so dass er ihm auf den Kopf haut. Verwende den Weiche-Zurückfluch, damit die Toiletten damit aufhören, uns zu schlagen. So, wo soll ich denn jetzt hinschießen? Ja, ah, okay. Ja, es klappt ja gut. Das klappt gerade wirklich gut. Nicht immer Front, mach mal hier hin. Das treffe ich vielleicht. Oder auch nicht. Ja. Ja, okay. Ausgenockt. Everybody do the flop. Wow, hast du das gesehen? Nee, ich hab nicht hingeschaut. Trotzdem fehlen mir jetzt 3 Bohnen. Bitte sag mir, ich krieg noch woanders ein paar Bohnen. Ein Brief. Wir haben einen Brief gekriegt. Hogwarts zweites Quidditch-Spiel in diesem Jahr beginnt jetzt gleich. Gryffindor tritt gegen das zweifellos talentierte Ravenclaw-Team an. Ich weiß, das kommt etwas plötzlich, aber du bist der beste Sucher, den wir seit Jahren hatten. Wir warten alle auf dem Quidditch-Platz auf dich. Also komm bitte sofort. Stellvertretende Schulleiterin McGonagall. Ja, aber... mir fehlen doch noch Bohnen. Bohnen. Ich kann so nicht arbeiten. Machst dich fürs Quidditch-Spiel fertig, was? Wird ein aufregendes Spiel werden. Ravenclaw ist ein gutes Team. Hagrid, was weißt du über den dritten Stock? Du meinst Fluffy? Fluffy? Hab ihn letztes Jahr in einer Kneipe von so einem kleinen Griechen gewonnen. Hab ihn Dumbledore geliehen. Bewacht damit den... Er bewacht was?
Frag mich nicht mehr danach. Ist streng geheim, jawohl. Vergiss den Hund und das, was er bewacht. Ist eine Angelegenheit zwischen Professor Dumbledore und Nicholas Flamel. Flamel. Nicholas Flamel? Flamel. Bin weg. Du solltest dich besser beeilen, Harry. Das Quidditch-Spiel fängt gleich an. Yay, Quidditch. Wuhu.